So, aber da ich scheinbar nicht mehr zurückkomme oder warum auch, keine Ahnung. Oh nein. Oh, sag mir nicht, ich brauche Blitz hier drin. Och nee. Ist möglich. Ach, warum so schwul? Warum? Ich will Pi nicht, Mann. Was soll denn das? Damn you, Pi. Ja, was soll ich jetzt ablegen dafür? Scheiße. Also Mewtwo auf keinen Fall, Glurak nicht. Dieser Floor und so? Ja, eventuell. Du willst natürlich, dass ich Suicune behalte. Ja, genau. Ja. Ich könnte auch einfach Dodo holen. Okay, dann nehme ich Pi von mir aus. Wenn es sein muss. Muss nicht sein, genau, richtig. Was sagt die Zeit? 3 Stunden können wir durchziehen. Ist doch scheißegal, Leute. Ponita. Und Wiedersehen. So. Tangela. Verpiss dich. Okay, ich könnte natürlich... Obwohl jetzt gerade, wo ich sehe... Moment. Wenn ich ins Pokémon-Menü gehe, dann wird der Bildschirm einmal hell und ich sehe alles. So ungefähr. Also so könnte ich mich durchlacken. Dann mach's. Nee. Jetzt habe ich ja Pi schon. Jetzt ist ja auch egal. Ja. So, Blitz. Stimmt, aber diese Klippe hier habe ich zum Beispiel schon gesehen. Oh, was geht? Ursaring! Hallo? Ja, das ist ja jetzt... Ja, wow. Also Ursaring Sprite, kann ich sagen, ist... sehr geil. Super geil. Geil. Nee, ist ganz in Ordnung. Mann. Kann man, glaube ich, so anbieten. Loni findet Protein. Protein macht was? Ich habe es wieder vergessen. Wer also das kannst du mir merken. Ja, wer kriegt Protein? Sag nicht Pi, sonst hau ich dich. Wer braucht's? Mewtwo. Ja, na sicher. Gut, Suicune. Suicune kann es brauchen, weil Suicune, ich glaube, es hat alle Werte dreistellig außer Angriff. Soweit ich weiß. Ursaren, ja, wir haben es verstanden. Du bist bedrohlich und groß und liebst Honig oder was. Du bist eigentlich Winnie Pooh. So, Wiedersehen, Georock. Ja, hier können wir eigentlich auch gut drin leveln. So, Georock, ne? Jo. Loni findet Fluchtzeit. Oh, danke schön. Das könnte noch sehr nützlich werden. Vielleicht. Oder auch nicht, genau. Ursaren, jetzt. Warum setze ich keinen Topschutz ein? Nein, ernsthaft, warum? Keine Ahnung. Und das ist genau die Antwort, die ich mir auch gegeben habe. Gedingst habe. Krasser Scheiß. Okay, hier ist noch ein Hyperball. Ja, danke schön. Wo geht's hier hin? Das sieht uninteressant aus. Will ich da echt runter fürs Item? Ja, okay. Loni findet Top-Elixier, ja. Selber schuld. Pech gehabt. Wo sind wir hier? Haben wir hier nicht angefangen? Wo? Keine Ahnung. Weil hier dieser Wasserfall nach oben ist. Nee, Moment, das war woanders. Okay, hab's verwechselt, sorry. Aber hier kann ich die Kaskade einsetzen und dafür kriege ich... ein AP plus, naja, geht schlimmer. So, hier ist noch ein Item. Ihr bist ja zugeschissen, weil du einmal Kaskade einsetzt. Also mit Items natürlich. Ja, klar. Was auch sonst. Das kann ich mir gleich nochmal einsetzen. AP plus. Herzlichen Glückwunsch. Geht an Mewtwo. Nein, Glurak. Wahrscheinlich, ja, Glurak könnte am sinnvollsten sein. Feuersturm, komm, klatsch weg. Nein! Weißt du, in solchen Momenten bin ich unglaublich froh, dass ich die Safe-State-Ladentaste habe. Weil durchs Vorsprung habe ich gerade das Dings eingesetzt, das Fluchtseil. Ja. Aber zum Glück habe ich vorher gespeichert. Oh, das wäre richtig mies gewesen. Ja. Feuersturm und das Richtige gedrückt. Glück gehabt. Hyperball, danke. Weiter, schön, das ist tolle Landschaft. Schutz wirkt nicht mehr, leck mich. Es ist ein Topschutz, warum wirkt der nicht so lange? Der muss mindestens 500 Schritte mehr wirken als alles andere. Wo sind wir denn hier? Das sieht unglaublich cool aus. Es sieht so legendär aus. Ne, es ist rot. Ja, scheiße.
Legendär am Arsch. Der epische Kampf. Wildes Golbat Level 51, na klar. So, ich gehe aber nochmal zurück, weil da ging's noch. Golbat, ernsthaft. Lass es. Ich habe einen Topschuss drauf, das gibt's doch gar nicht. Der geht nur bis Level 50. Nein, das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Doch. So, aber bevor es gegen Rot geht, gehe ich hier nochmal hoch. Kaskade. Diese Animation von Kaskade ist auch übertrieben, wirklich. Hammer. Calcium. Was ist denn hier noch? Noch ein Item. Top-Genesung. Man könnte meinen, ich könnte es jetzt irgendwie brauchen. Glaube ich aber nicht. Wo muss ich jetzt? Hier muss ich. Genau, okay. Okay, okay. Mal schauen, da ist alles. Alle sind geheilt. Ich habe natürlich jetzt Pi im Team, was total schlecht ist. Ja, das. Ja, aber kann sich ändern. Ja, da hier kein PC in der Nähe ist, ist Pech. Und müssen wir jetzt irgendwie mit klarkommen. Was stelle ich nach vorne? Mewtwo. Das ist eigentlich die beste Wahl, die man treffen kann. Und das machen wir jetzt auch. So. Der einzige Kampf dieser Aufnahme, in dem ich nicht vorspulen werde, glaube ich. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Möchte ich auch vorher nochmal angemerkt haben, die Musik, die ist auch sehr geil, die hat einfach was. Also du sagst, diese Musik ist... Sehr geil. Na, die Musik, wenn du gegen Rot kämpfst. Nee, ich hab grad sehr geil abgespielt, deswegen. Also. Ist ein bisschen spät, kein Problem. Ist... So, ja. Trainer Rot schickt Pikachu. Alter! Okay, okay. Ich war auf einiges vorbereitet, ja? Gut. Ja. Aber ein Pikachu auf Level 81, der ist vorbei. Es ist einfach nicht witzig. Wirklich. Verdammt, muss ich mich erstmal erholen von dem Schock. Ich dachte ja, so Level 60, 65 so. Ja, klar. Ich hab gesagt, Rot ist heftig. Ja, ich wusste, dass Rot heftig ist, aber... Ich meine, ich hab gerade noch gegen Level 50 Fallobst gebattelt. Was soll denn das? Ich habe jetzt natürlich meinen Glurak nicht, wobei, obwohl... Ja, würde Glurak mit seinem Erdbeben... Ich meine, es ist sehr effektiv, aber Pikachu ist 15 Level höher. Ja, nicht. Weiß ich nicht. Ja, also wir müssen es ja einfach probieren, einfach durchziehen. Psychokinese sollte mindestens mal die Hälfte machen. Psychokinese ist einfach heftig. So. Ja, Hälfte, wunderbar. One Hits! Jawoll! Das Problem an Pikachu ist, es ist scheiße. Also die Vorform von Raichu. Und deswegen gibt es für ein Level 81 Pikachu 2000 EP. 2000 spezielle EP sogar. Also eigentlich sind es... das kann man ausrechnen, Moment. 1422 EP gibt es dann nochmal. Für ein Level 81 Pikachu. Verarschen oder was? So, Psyana. Das heißt nichts. Psyana, Psyana, Psyana. Kann ich Mewtwo lassen, weil ich hab... Mewtwo hat die Spukballattacke, genau. So, Psyana ist Level 73. Ist ja lächerlich. Wen willst du, Homo, hier verarschen? Wirklich. Okay, war die Hälfte. Zwei Drittel, drei Viertel, fünf Sechstel und wieder One-Hit. Also ganz ehrlich, was hätte ich gemacht, wenn ich Mewtwo nicht gehabt hätte? Na, ohne Witz jetzt. Er hätte dich zerfickt. Ich wäre gefickt gewesen, ja. So ja, ist echt so. Ja. Womit wir wieder? Ah, komm. Ja. So läuft's nämlich. 4600 DP, mein Freund. Trainer Rot setzt Relaxo ein. Okay, und dagegen werde ich wen einsetzen? Relaxo. Richtig, denn Relaxo kann... Irgendeine geile Attacke. Ja, Wuchtschlag, genau. Mein ja, genau. Relaxo kann Wuchtschlag. Das kann sein Relaxo wahrscheinlich nicht. Das Problem ist, sein Relaxo ist über meinem Relaxo 17 Level. Und wir hoffen jetzt mal, dass Wuchtschlag rein. Oh, Relax. Nein, es ging daneben. Fuck. Amnesie. Relaxo Spezialverteidigung steigt stark. Wuchtschlag. Geht Wuchtschlag auf die normale oder auf die spezielle? Auf die normale, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, dann hätten wir jetzt Glück, wenn Relaxo trifft. BAMS! Alles explodiert. So. Es macht nicht ganz die Hälfte, schade. Aber Relaxo ist verwirrt. Also, das von seins jetzt, ne? Also. Mhm. Und Relaxo benutzt trotzdem Body Slam. Super. Blöd. Geil. Wie viel macht es? Wie viel Schaden? Oh. Ja.
ein Drittel. Kann man erstmal machen. So, Wuchtschlag. Ging daneben. Auch jetzt, komm schon. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wunderbar. Okay, okay. Komm, Wuchtschlag. Es muss jetzt funktionieren. Und mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Crit-Glück. Nein! Der letzte rote Pixel. Los, verletz dich selber. Ja! Relax auf Level 75 ist down. Durchatmen. Trainer Rot hat noch 3 Pokémon. Er setzt Bisaflor ein. Und ich glaube, was ich dagegen bringe, ist sehr offensichtlich. Burn them down, Player. Gnurak. Level 77. Kann man packen. Koffer. Weißt du was? Oh, nee, ja. Komm, kämpf weißt du, weiter. Selbst und in solchen Situationen ist einfach nicht besser. Feuersturm. Dieser Floors Init ist zu niedrig. Wir haben den Erstschlag. Und weißt du, genau diese Kämpfe sind halt die pure Taktik. Wenn du bist gnadenlos unterlevelt teilweise und du musst einfach taktisch rangehen. Ansonsten hast du keine Chance. Volltreffer. One Hit. Wiedersehen, dieser Floor. 5000 EP. Ja, was läuft, Alter? Level 69. Womit wir wieder... Naja. Schön. So. Vorletztes. Turtok. Das große Problem ist, ich habe erstens Bisaflor gar nicht mehr. Und selbst wenn ich es hätte, Bisaflor wäre viel zu schwach. Mewtwo. Hab ich... Ist egal. Ja. Mewtwo haut weg. Ja, kommt drauf an. Wenn Turtok jetzt Level 90 ist, habe ich ein Problem. Level 77. Okay. Kann man machen. Warte, Moment, kurz nachdenken. Ich überlege gerade, Elektro war gegen Wasser, ne? Und nicht andersrum. Nee, Elektro gegen Wasser, ja. Elektro war gegen Wasser, ja. Dann kommt jetzt meine scheiß Blitzkanone gegen daneben. Geil. Whirlpool ging aber auch daneben, also Restart. Jawohl, sie sitzt, Blitzkanone, komm. Die Hälfte. Wenigstens. Sehr effektiv und hat 100 Stärke. Bitte, die Hälfte. Drei Viertel? Fünf Sechstel? Wuhu! Es sieht unglaublich gut aus. Wieder mal 5000 EP abgestaubt. Es ist halt einfach heftig. Glurak. Meine große Herausforderung. Entschuldigung. Ja, ich hab dich angesteckt. Ja. Ich hab mich verschluckt eigentlich. Okay. Ja, wie gesagt, ich würde entweder Glurak selbst einsetzen, weil Glurak Erdbeben kann. Oder Suicune. Suicune wird es nicht schaffen, aber dann kriegt es wenigstens noch mal ein bisschen Kampferfahrung. Was soll ich tun? Erdbeben oder Suicune? Nimm trotzdem erstmal Suicune. Okay, also Suicune ist 30 Level drunter geschätzt. Ist egal. Ja, also dass es nicht weghauen wird, ist klar. Da brauchen wir nicht diskutieren. Glurak Level 77. So, die Frage ist jetzt nur, wie viel Schaden macht Kaskade? Gluraks Feuerwirbel ging daneben. Ja, das ist jetzt gut. Plot Twist. So. Oh, macht ein Viertel, ein Drittel? Ist überraschend gut, muss ich sagen. So, Flammenwurf. Und ich befürchte, es wird die Hälfte machen. Ist nicht sehr effektiv. Kaskade, okay. Also das Problem ist, wenn Glurak gleich nochmal trifft und one-hitted. Woo! Scheiß drauf! Was? Suicune Volltreffer! Glurak ist tot! Hä? Suicune wird es nicht schaffen. Ja! Das war's! Ja! Ich kotze euch in die Mittagssuppe. Unfassbar. Trainer Rot wurde wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben vernichtend geschlagen. Von Suicune, Level 51. Also das wäre mir an seiner Stelle eigentlich peinlich. Ja, kannst du jetzt so nicht sagen. Aber Punkt. Seine letzten Worte. Rot ist nicht sehr gesprächig. Nee, ist echt so. Wie auch wir. Aber ist ja egal.
die Credits nochmal. Leitung, Assistenz, Programmierer und das sind viele Namen. Das sind schöne Namen und ich würde sie sehr gern vorlesen, aber es ist mir egal. So. ja, ich glaube, muss man nichts zu sagen zu dem Spiel. Überragend. Und das natürlich wieder mit überragenden Logikfehlern, aber das macht ja auch teilweise so schön. So wunderschön wie heute. Ja. Nick, du hast die letzten Worte. Vielleicht sage ich danach noch was. Aber mal schauen, wie es läuft. Ja, war gut. Oder muss ich mal reichen? Ja. Übrigens danke an Mats, der mich gerade auf YouTube abonniert hat. Danke an wen? Mats. Ja, okay. Ich richte ihm aus. Ja. Nö, nee, aber wirklich, so ein Spiel an sich. Wie gesagt, ist ja auch bis heute mein meistgespieltes Pokémon-Spiel. Was? Ja. Dann hast du so wenig Ahnung. Was heißt hier wenig? Du hast ja gar keine Ahnung gehabt. So, jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss, ja? Nee, jetzt wirklich. Jetzt ist die Aufnahme vorbei. Ja, nu ist hier aber mal... Weiß nicht. Ja, aber der Verbrecher streitet natürlich immer die Fakten ab und ich verstehe das auch, ja. Man kann einfach nicht aus seiner Haut raus. Nein, das kannst du jetzt merken. Du brauchst mich zukünftig nicht mehr fragen, ob ich bei Pokémon Kristall nochmal in der Aufnahme dabei sein möchte. Nein. Muss ich auch nicht. Ist ja vorbei. Nee. Ist ja egal. Ja, deswegen ja. Ja, ist blöd. Ja. So, das sind nur so Vollidioten, die meinen, Deutschland ist im Halbfinale. Ja. Schland. Dank Loni bin ich jetzt taub. Favorisiert. Ist echt so. So, Slenderbot. Dank Loni bin ich ja eigentlich Hals und danach werde ich ja eigentlich. Kann man so sagen. Wunderbar. Also schön, dass Fluffeloff nochmal komplett durch den Bildschirm hier dreht. Schön. Und Ende.